Hier ist Tele High Five, quasi live. Willkommen auf der stinkenden Schundstreifen- und Scheißfilmfarm, liebe Gaga-Glotzer und gehirnsuizidale Giftpilzgenießer. Mensch, was haben wir hier mit euch nicht schon an hochtoxischen, psychoaktiven Kotzkinoknollen verputzt, eh? Vom ranzigen Schwitzritzenrübling, dem schleimigen Schimmelschmierling, über den eichelkäsigen Ekelellerling bis zum limbisch lähmenden Lethallorchel lag hier bei Schläferz ja wirklich schon jeder schäbige Sine-Schwachschwamm in der vollbezankten Bettpfanne, oder? Peter, was redest du da? Bitte, ja, klar, sicher. Manchmal saßen die nette, fette Frau Kalk und ich danach hier im Studio schon mal knöcheltief in unserem noch magenwarmen eigenen Erbrochenen. Aber ganz ehrlich, hat Schläferz uns darüber hinaus etwa langfristig in irgendeiner Form geschadet, Olli? Ja, also dir. Ganz eindeutig und ganz erheblich, Peter. Ein kolossaler, kompletter Kopfschaden, der das verzweifelte bisschen latent nach Luft schnappende Hirntätigkeit, mit der du vorher über 72 Jahre stark eingeschränkt zwar, ne, aber doch, also stets tapfer teilfunktioniert hast, leider vollends zum Erliegen brachte. Tragisch, wirklich. Sag mal, 72 Jahre, stark eingeschränkt, kolossaler Kopfschaden. Warum bist du jetzt gleich wieder ohne jede Not so, verletzend? Sekunde. Die fette Frau Kalk muss da mal kurz nachdenken, ne? Ach ja, ich hab's, weil ich dich gerade sehr, sehr gerne verletzen will. Ich meine, wer aus einer simplen Schläferz-Begrüßung eine absolut widerwärtige, kranke Pilzalbtraum-Allegorie macht, dafür Pilze wie den ranzigen Schwitzritzen-Rübling oder den Eichelkäse-Ellerling erfindet, um mich dann en passant, ne, noch fette Frau Kalk zu nennen und den Gaga-Glotzern bildhaft zu beschreiben, dass wir hier häufiger nach dem Film in einer Lache halb verdautem sitzen. Ja, Peter, der sollte aber doch dringend, ach was, der muss sogar unter allen Umständen verletzt werden. So, ja, wenn du das jetzt alles so sagst, dann deshalb möchtest du auch immer die Begrüßung machen, stimmt's? Weil du Sorge hast, dass ich das sonst nämlich vielleicht so mache wie gerade eben. Ja, richtig. Na, siehst du, da ist ja doch im Rahmen deiner Möglichkeiten zerebral anscheinend noch nicht alles hinüber, ne? Und noch immer was möglich, Peterle. Ja, sieh mal, es geht ja auch immer darum, hier die Zuschauer erst einmal ganz charmant einzuladen, einen in der Regel furchtbar verhunzten Film mit uns zu gucken und nicht sie schon vorher ganz uncharmant komplett abzustoßen. Ja, natürlich, ich weiß wieder. Sorry. Ich habe komplett overperformed, ja. Bin anscheinend nach Daniel der Zauberer nervlich immer noch etwas überspannt. Egal. Ist es aber nun nicht hoch an der Zeit, das Geheimnis um unseren heutigen belichteten Wirkungstreffer zu lüften? Ja, ich würde sogar sagen, es ist, Peter, Achtung, hoch an der Endzeit. Köstlich, Oliver. Hoch an der Endzeit. Ich liebe deine geistreichen Paragramme. Ach ja, ich auch, ja. Und Sie erst recht, liebe Zuschauer, denn unser heutiger Film, auf den ich gerade mit einem raffinierten Wortspiel spontan annonciert habe, ist ein waschechter Italo-Endzeitkracher von 1983. Permesso, Metropolis 2000, a.k.a. I Nuovi Barbari, a.k.a. The New Barbarians oder auch Warriors of the Wasteland. Ein brillantes Buddy- und Buggy-Movie nach der Nuklearkatastrophe. Eine meisterhaft mehrdeutige Mad Max-Hommage und noch dazu der erste echte Fetischfilm für unsere vielen schwulen Schläferz-Fans. Mhm. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, mein Lieber. Laut jüngster Erhebung sind 64% aller Schläferz-Zuschauer schwul oder lesbisch. Die restlichen 36% sind größtenteils entweder hetero oder objektsexuell. Oh, das meinte ich doch nicht. Das weiß doch mittlerweile jeder, dass verlebte alte Männer im Smoking und sehr schlechte Filme einen ungeheuren Reiz auf Homosexuelle ausüben. Nein, ich will vielmehr einfach nicht glauben, dass du Metropolis 2000 tatsächlich als meisterhaft mehrdeutige Mad Max-Hommage bezeichnet hast. Aber Peter, also wie denn bitte sonst? Hä? Also ich meine, wie denn bitte sonst?
Ja, zum Beispiel als ekelhaft eindeutige Mad Max-Maximalmisshandlung. Hä? Reden wir vom gleichen Film? Ich meine, wir haben uns Metropolis 2000 doch extra schon im Vorfeld mal ganz bewusst zusammen angesehen, weil ich es endgültig satt war, dass du so gut wie alle Filme, über die wir hier debattieren, jeweils am Tag der Sendung zum ersten Mal siehst. Und selbst dann meistens nicht komplett. Moment mal, so gut wie alle? Spinnst du? Das ist bei 50 Scheißfilmen exakt zweimal vorgekommen, ja? Zweimal. Nee. Das ist bei 50 Scheißfilmen exakt 48 Mal vorgekommen, ne? Und nur zweimal nicht. Ja, ist ja auch völlig Wumpe jetzt. Wir haben überhaupt keine Zeit für deine Schweinchen-Schlau-Schläferz-Haarspaltereien. Zur Sache. Hast du verdrängt, dass bei Die neuen Barbaren, dem der deutsche Verleih nach einem anscheinend drogengestützten Kreativmeeting den Titel Metropolis 2000 gab, ein gewisser Enzo G. Castellari Regie führte? Verdrängt? No, no, no. Al contrario, liebe Zuschauer. Auf alle Wände möchte ich seinen Namen sprühen. Enzo Girolami Castellari, Regisseur. Ach was, Skulpteur trifft es viel besser. Ein bewegt Bildhauer von geradezu Michelangelo'scher Gestaltungskraft, dem im italienischen Film allenfalls noch ein Federico Fellini halbwegs das Wasser reichen konnte. Ich sage nur, die Satansbrut des Colonel Blake. Töte alle und kehr allein zurück. Oder natürlich auch, das Pferd kam ohne Socken. Um nur mal drei der wichtigsten ewig gültigen Castellari-Arbeiten zu nennen. Ganz zu schweigen davon, dass ja auch ein gewisser Quentin Tarantino dem verdienten Cinecittà-Großmeister 2009 mit einem US-Remake von Inglourious Basterds huldigte. So, so. Mhm. Ach ja. Und was ist mit Zwiebeljack räumt auf? Ja, was soll damit sein, Peter? Großartiger Film. Nee, den hatten wir hier schon bei Schläferz und den fandst du damals, sagen wir mal, extrem widerlich, krank und absolut verstörend. Ja, damals, 2014, da war ich ja noch ein Küken in Sachen kompetenter Kinokritik. Man entwickelt sich ja auch weiter. Ja, ja. Jedenfalls ist Castellari ja auch längst nicht das einzige Pfund, mit dem unser Metropolis 2000 heute üppig wuchern kann, mein Freund. Komm bitte, was drohst du uns denn von diesem apokalyptisch armseligen Apokalypse-Streifen jetzt bitte noch als explizit exzellent an. Doch nicht etwa die Darsteller. Ach, entschuldige mal. Fred Williamson als Nadir, der charismatische Ex-Football-Profi, Spitzname The Hammer, der nach seiner Sportkarriere zu einer der schillerndsten Figuren des US-Blaxploitation-Films aufstieg und der 1996 sogar eine Rolle in From Dusk Till Dawn hatte. Oh, nicht schon wieder ein Tarantino-Qualitätssiegel. Aber selbstverständlich. Oder der leibhaftige Man-Eater gefällig, hier als One, der legendäre George Eastman alias Luigi Montefiore, a.k.a. Tom Selina oder John Card, auch bekannt als Lou Cooper bzw. Alex Carver, respektive Louis London. Ja? Bitte hör auf, ja sofort, multiple Schizophrenie hin oder her. Ein Mann kann einfach unmöglich so viele sein. Doch, ein George Eastman ist Legion, du Narr. Oder auch Anna Kanakis als Elma. 1977 wurde sie mit 17 die Miss Italien. Gut, der Titel wurde ihr wegen Minderjährigkeit wieder aberkannt. Sie hat danach aber als Schauspielerin in vielen wichtigen Filmen geglänzt und Metropolis 2000 war Kanakis erster großer Karriereschritt. Ja, die anderen will auch wirklich kein Mensch wissen, Olli. Ich glaube ganz ernsthaft, dass du dich hier mit deinem völlig schamlosen PR-Getrommel für den Film vor der Welt und dir selbst unmöglich machst. Nein, lass das doch mal meine Sorge sein. Für eine mutige Minderheitenmeinung, da braucht's halt Eier. Lass dir doch mal während des Films ein paar wachsen. Ich weiß jedenfalls noch sehr gut, dass ich den Film beim ersten Gucken sehr gut fand. Apropos, was gibt's als spritzig-spirituose Endzeit-Eskorte? Das O. Oliver Klötenkönig ist ein Apokalypse-Lau. Apokalypse-Lau? Also lau wie extrem flach temperiert? Ganz recht. Langweilig. Mhm.
Mega mau mittelmäßig? Mm, mm, mm. Schal? Ja. Viertelsteif? Korrekt. Ich meine, hätten wir heute einen wirklich potenten, stahlharten, spannenden Endzeit-Action-Kracher auf der Spule liegen, dann hätte ich den Drink natürlich Apokalypse. Wow genannt, ist schon klar. Ja, Peter. Und wann sollen wir mit deiner übrigens nur bedingt einladenden neongrünen Nuklearplörre jeweils immer die große Herbstkopfkirmes eröffnen? Hm? Ich würde sagen, wir kippen immer dann, wenn ein hundserbärmlicher Stunt in Zeitlupe zu bewundern ist. Damit geizt diese sagenhaft sinnleere, strahlentot-Survivor-Schwachte nicht. Schön, liebe Zuschauer, Sie haben es vielleicht schon am Rande mitgekriegt. Mein Kollege ist kein, sagen wir mal, glühender Fan des nun folgenden Films. Ich wiederum finde ihn absolut großartig. Also den folgenden Film, nicht den Kollegen. Und jetzt kann ich nur noch sagen, viel Spaß euch daheim in den Wohnstuben. Möge hier im Studio der kultiviertere, geistig reifere, ja, der bessere gewinnen. Na komm, Ali, das ist aber jetzt unfair. Hm? Dann hast du ja nicht mal den Hauch einer Chance, wirklich. Das ist auch irgendwie langweilig für mich. Hier XJ37. Bitte kommen. Ich empfange Signale. Antworten Sie. Kommen. Hier XJ37. Bitte kommen. Ich empfange Signale. Antworten. Bitte kommen. Hier XJ37. XJ37. Ich empfange deutliche Signale. Bitte antworten. Du gibst uns jeden Tag weniger. Warum, Amos? Weil es lange reichen muss.
Kein Mensch weiß, wann wir mehr davon finden. Kommt her! Ich empfange die Signale jetzt ganz stark. Da, hört ihr was? Das ist ihr Signal. Sie senden. Verdammt, es ist weg. Es sind atmosphärische Störungen. Wie kannst du das sagen? Es ist jedenfalls eine Hoffnung, nicht wahr? Seid ruhig, ich muss mich konzentrieren. Die Signale waren recht stark. Sie senden wahrscheinlich mit Sonnenenergie. Dann müsste es ein 1-Million-Megawatt-Sender sein, ganz klar. Was soll das alles? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch Leben auf dieser Erde gibt. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Wir müssen es weiter versuchen. Oh mein Gott, die Campers! Verdammt, ihr sollt in Deckung gehen! Hat jeder eine Waffe? Yo.
Hey, sieh mal da, versucht einer abzuhauen! Durch all die verdammten Bücher wurde die Welt vernichtet. Gute Arbeit, Mako. Du hältst eine Menge von Mako, nicht wahr? Irgendwann einmal nach mir wird er die Herrschaft über die Templars übernehmen. Er ist der falsche Mann. Er kann dich nicht ersetzen. Er wird niemals deine Größe erreichen. So wird er nicht, nein. Worüber herrsche ich eigentlich? Es gibt nichts mehr zu beherrschen. Wir werden alles Leben auf dieser Welt vernichten, wo es sich auch verkrochen hat. Dann gibt es nur noch uns, die Templars. Mit uns wird eine neue Rasse entstehen. One, 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 one. Eine zweite Gruppe dieser Verrückten versucht vorbeizukommen. Vernichtet sie. Diese Wahnsinnigen. Sie hoffen, irgendetwas zu finden, aber sie finden nur den Tod. So ist es doch. Nein, so ist es nicht. Irgendwo soll es noch Zivilisation geben. Ich weiß es und du weißt es, denn was sollte sonst das Signal bedeuten, dass wir... Nein, hör auf, das ist Geschwätz, Shadow. Die Erde ist tot. Wer war das? Was ändert es, wenn du es weißt? Du kannst sowieso nichts gegen sie tun, gar nichts. Es ist alles vorbei. Auch du kannst mich nicht retten.
Die Raketen kommen wieder und werden uns verbrennen. Du noch einen Schuss. Das wäre die einzige Erlösung. Erschieß mich. Bitte. Also los, rauskommen! Nicht übel, Kleine. Hey, diesmal habe ich dich fast geschlagen. Ja, diesmal hast du es beinahe geschafft. Also immer fleißig trainieren. Sag mir, was dahinter steckt. Du bist doch nicht gekommen, um mit mir zu spielen, Großer. Donnerwetter, du hast schon wieder recht. Komm mit. Mit dem Getriebe stimmt was nicht. Kannst du dir die Sache mal ansehen? Kein Problem. Los, mach auf. Na? Hast du was entdeckt? Wo hast du das komische Ding her? Wem gehört denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche den Wagen in einer Stunde. Okay. Thank you.
Krankheit. Ist wieder in Ordnung. Du verstehst nicht viel von Autos. Du musst immer fleißig trainieren. Ja, liebe Zuschauer, ich stehe hier und kann Ihnen wie immer ohne einen Funken schlechten Gewissens in die Augen schauen. Andere, die hier momentan auch stehen, haben da leider nicht so viel Glück. Andere, die hier momentan auch stehen? Was ist das jetzt bitte für eine schäbige Denunziantenrhetorik? Ja, andere, die Ihnen, liebe Zuschauer, diese dünnflüssige Endzeitdefekation als meisterhaft mehrdeutige Mad Max-Hommage andrehen wollten, obwohl sie Metropolis 2000 schon einmal gesehen hatten. Andere, die Ihnen den hierfür haftpflichtigen Regisseur Enzo Castraccioni als Bewegtbildhauer von Michelangeloscher Gestaltungskraft angepriesen haben. Das ist doch unglaublich, hör mal. Das habe ich alles so nie gesagt. Darauf war ich vorbereitet. Bitte das Belastungsmaterial ab. Enzo Girolami Castellari, Regisseur. Ach was, Skulpteur trifft es viel besser. Ein bewegt Bildhauer von geradezu Michelangeloscher Gestaltungskraft. Pfui. Pfui Teufel, Peter. Ne? Pfui Teufel, wirklich. Das sind ja Stasi-Methoden, hier ohne meine Zustimmung klammheimlich gedrehte Mitschnitte von mir zu zeigen. Blödsinn, ist doch eben erst ganz offiziell genauso gezeigt worden. Ja, trotzdem, ne? Das war ja in einem völlig anderen Kontext. Und überhaupt, weißt du was, I.M. Judas? Ich stehe mit jeder Zelle meines Körpers zu dem von mir im Vorfeld gemachten Aussagen. Jawohl, ha! Ach ja? Na, das sind ja eine Menge Zellen, wie? Allerdings. Und im Gegensatz zu dir sind bei mir sogar noch enorm viele dieser kostbaren Gehirnzellen dabei. Ich meine mal im Ernst, wer nicht spätestens bei Minute 2:16, nämlich dem Schwenk über die niedliche Nukleartote mit dem frechen Plexiglas-BH, rettungslos in dieses subtil gesellschaftskritische Zelluloid-Gemälde verliebt war, also dem kann man doch nur noch kurz den nicht vorhandenen Puls fühlen und ihn für die Wissenschaft freigeben, hä? Nee, ne? Nee.
Oh doch. Aber Menschen mit der filmästhetischen Feinfühligkeit einer 5000 Kilo Abrissbirne sind natürlich nicht in der Lage, so etwas Reines und Schönes überhaupt zu erfassen. Naja, Olli, eine 5000 Kilogramm Abrissbirne erfasst schon so einiges. Ja, aber nicht Sublimes. Ne? Pass mal auf, Peter. Kein Flachs. Jetzt also mal ganz, ganz ernsthaft, ja? Nimm mich da bitte wirklich beim Wort. Ich wette jetzt hier spontan, sagen wir mal, 145.000 Euro darauf, dass du zum Beispiel die gänsehauterregende Schrifteinblendung kurz danach noch nicht mal ansatzweise verstanden hast, ne? Ich meine, auch wie denn? Woher auch? Due mille diciannove la grande guerra nucleare è finita heißt übersetzt nichts weiter als 2019 nach dem großen Atomkrieg. Das ist richtig so, ja. Und dafür bekomme ich jetzt 145.000 Euro von dir, oder wie? Nein, natürlich nicht. Das war ein Flachs. Willst du mich doch jetzt nicht allen Ernst beim Wort nehmen, oder was? Also, nee, jetzt hör dir mal lieber an, was One, der oberste Templar, dazu sagt. Durch all die verdammten Bücher wurde die Welt vernichtet. Ja und? Die Templer-Top-Tunte hat geschimpft und eine Bibel zerrissen. Was hat das mit meinem völlig legitimen Anspruch auf deinen völlig hirnrissigen, spontanen Wetteinsatz zu tun? Ach, interessant. Das ist dir also nicht so ganz klar, was? Ja, hört, hört. Hört? Nee, also genauso wenig, wie mir so ganz klar ist, was dieser Wanda sonst noch so alles faselt. Worüber herrsche ich eigentlich? Es gibt nichts mehr zu beherrschen. Wir werden alles Leben auf dieser Welt vernichten. Und warum die wichsweißen Playmobil-Propiker mit diesen saarlandgroßen Schulterpolstern ihm eigentlich zujubeln? One! Verstehe, ja, verstehe, klar. Na, dann hast du ja wohl auch nicht den allergeringsten Schimmer, wer eigentlich der Typ mit der Toni Marshall-Gedächtnisfrisur sein soll, hä? Nein, ja, das stimmt. Ja, und der blonde Kfz-Lausbub, der ihm ein Ohrkotelett hinhält, ne? Liebe Zuschauer, sei's drum. Sie und ich, also wir Gesunden, wir dürfen uns jetzt einfach wieder nur freuen. Metropolis 2000 geht endlich weiter. 145.000 Euro, Olli. Ad-hoc-Überweisung. Spielschulden sind Ehrenschulden. Ja, träumen wir weiter, nicht? Das ist alles Schwachsinn. Habe ich so nie gesagt. Niemals. Überhaupt nicht. Unglaublich. Wie ist denn das? Nie gesagt. Bah! Hör auf mit dem Quatsch, der reißt dich in Stücke, du Idiot! Lass mich los! Ich habe geglaubt, du wärst tot, Skorpion. Und ich habe geglaubt, dass dein Blutdurst langsam gestillt sein würde, Shadow. Anscheinend haben wir uns beide geirrt, nicht wahr? Ja. Ich bin gezwungen,
Juan zu berichten, dass ich dich getroffen habe. Und ich glaube, er wird sehr wütend sein. Ich habe nie etwas auf seine Launen gegeben. Ich sag ihm, dass du Marco verschont hast. Einverstanden? Es wäre möglich, dass er dann Frieden mit dir machen möchte. Zwischen den Templers und mir wird es niemals Frieden geben. Hey, Skorpion! Du tötest und du nimmst, was dir nicht gehört. Also worin unterscheidest du dich eigentlich von uns? Der oberste Templer will alles Leben auf dieser Erde vernichten. Ich dagegen will leben. Ich sehe da einen gewaltigen Unterschied, du nicht? One ist ein Wahnsinniger. Vergiss es. Du lebst in einer anderen Welt als ich. Bist du verletzt? Immer wieder er. Ein teuflischer Kerl. Niemand weiß, woher er kommt. Und niemand weiß, wohin er geht. One. Und niemand weiß, wen er als Nächsten tötet. Er ist unser gefährlichster Feind. Solange wir ihn nicht vernichtet haben, haben wir nichts erreicht. Er kann uns nicht alle töten. Wir müssen die besten Männer auf ihn ansetzen. Mag sein, dass unsere besten Männer ihn töten können. Aber wie viele von uns werden diesen Krieg überleben? Hast du vergessen, wie er dich verspottet hat? Dass er dich einen wahnsinnigen, blutdurstigen Mörder nennt? Kannst du so etwas wirklich vergessen? Hör zu. Ich habe ihm das alles verziehen. Du verzeihst einem Mann, der dich beleidigt? Würdest du ihm auch verzeihen, wenn er mächtiger ist als du? Dem Mann, den man fürchtet, darf man nicht verzeihen. So einen Mann muss man töten. Sofort! Nein! Er weiß genau, wie viel Marco dir bedeutet, und ich weiß schon jetzt, was für ein Spiel er spielen wird. Willst du ihn das Spiel gewinnen lassen? Willst du dich wegen Marco so erniedrigen lassen? Ich bin ein Meister aller Spiele. Ich beherrsche sogar das Spiel vom Leben und Tod, vergiss das nie. Und Skorpion wird alles verlieren. Das Blut seines Herzens. Und sogar seine Seele. Du bist verrückt, Marco. One wird dich in Stücke reißen, wenn er es erfährt. Ich würde das nicht riskieren. Er wird es erst erfahren, wenn vor ihm die Leiche von Skorpion liegt. Also was ist? Bist du dabei? Was sagst du dazu, Gospel? Ich bin dabei. Versuchen wir es. Aber sein Tod muss furchtbar sein. Er soll leiden wie ein Hund. Es soll auch nicht umsonst sein. Ihr werdet weit nach oben klettern in der Rangordnung. Und das bedeutet sehr viel Macht. Aber wenn One und Shadow das rauskriegen... One und Shadow gehen an ihre Eitelkeit zugrunde. Eitelkeit, meine Freunde, war schon immer ein schlechter Herrscher. Thank you.
seit sich die Templers in der Gegend rumtreiben, werden die Frauen immer seltener. Ich kann dir zwar etwas geben, was die Schmerzen für eine Weile vertreibt, aber auf jeden Fall soll sich die Sache mal jemand ansehen. Nicht bewegen. Ich habe geglaubt, dass du... Ja, was denn? Naja, ich war davon überzeugt, dass du etwas ganz anderes vorhattest. Warum hilfst du mir eigentlich? Warum sollte ich nicht? Deine Leute? Ich weiß es nicht. Wir waren auf der Suche nach einem Land, in dem man leben kann. Ich bin sicher, sie sind alle getötet worden. Ich will nicht darüber nachdenken. Aber ihr müsst doch gewusst haben, dass die Templers hier leben. Glaubst du, dass irgendwo sonst auf dieser Welt noch Menschen leben? Mhm. Es gibt keine Anzeichen dafür. An irgendetwas muss man doch glauben. Ich möchte meinen Traum von einer neuen Welt nicht aufgeben. Ohne Hoffnung gehen wir alle zugrunde. Schöne Worte. Aber eben nur Worte. Nein, du kämpfst. Wofür kämpfst du? Ich kämpfe, um zu überleben. Thank you.
Euer großer Führer wird sich freuen, dass er so tapfere Helden in seinen Reihen hat. Sag ihm, dass das meine Antwort ist. Du kommst ein bisschen spät, Nadir. Oh, weißt du, es war so unterhaltend, den Taten eines großen Kämpfers zuzusehen. Hör mal, Skorpion, du hättest meine Hilfe doch gar nicht gebraucht. Aber unangenehm wird sie dir auch nicht gewesen sein, habe ich recht? Möglicherweise. Aber ich wäre mit denen auch ohne dich fertig geworden. Kleine in dich verliebt? Sie hat's nicht gesagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie bei einer komischen Bewegung von dir schießt. Sei freundlich zu ihr. Das werde ich. Was hast du jetzt vor, Skorpion? Seit wann interessierst du dich für das, was ich tue? Seit ich deine Feinde töte. Sie scheint wirklich zu glauben, dass ich dir den Hals umdrehen will. Eins verstehe ich wirklich nicht, Skorpion. Du würdest nie auf die Idee kommen, einen Sieg so richtig zu feiern. Und du würdest nie auf die Idee kommen, dass man einer kommt, der stärker ist als du. Dein Feind ist die Eitelkeit. Oh, ich bin nicht eitel. Ich kenne nur die Wahrheit und respektiere sie. Wer sollte mich töten können? Du solltest dich nicht weiter quälen. Du bist ein gewalttätiger Mensch, hm? Das war ich nicht, Nadir. Kommen wir zu Dingen, die wichtiger sind. Es kommen wieder Flüchtlinge hier durch und es könnte doch sein, dass sie unsere Hilfe brauchen, nicht wahr? Wir sollten uns beeilen. Du kanntest unsere Regeln, Mako. Wer ungehorsam ist, muss sterben. Ich habe kein Mitleid mit dir. Ich werde mit niemandem, der so handelt, Mitleid haben. Mit niemandem, der sich meinen Befehlen widersetzt. Nein, nein, nein! Wir sind die gefürchteten Templars. Wir sind die Krieger der Rache. Wir bringen Tod und Verderben. Wir vollenden das apokalyptische Werk. Wir sind die Auserwählten. Uns ist die Aufgabe zuteil geworden, die Menschheit büßen zu lassen. Die Menschen haben das, was ihnen einst geschenkt wurde, mit Dreck besudelt. Und sie sind dafür bestraft worden mit dem Inferno. Und nie wieder wird es auf diesem Planeten Leben geben. Wenn wir unsere Aufgabe vollendet haben, die Menschen werden von immer vom Antlitz der Erde getilgt sein.
Und du, Marco, warst ein Auserwählter unter all diesen Männern. Warum konntest du nicht warten? Warum wolltest du deinen einzigen Freund betrügen? Warum hast du es getan? Du hattest so viel Zeit. Warum wolltest du die Macht sofort? Ich sagte, ich habe kein Mitleid mit dir. Aber das heißt nicht, dass ich deinen tapferen Willen im Kampf zu sterben nicht ehre. So werden wir mit 1000, mit 2000, mit dem Leben vieler deinen Tod rächen. Ich rufe euch zu, meine Krieger, lasst uns vom Hass leiten. Die Rache ist unser. Rache, die Rache, meine Krieger, tötet, vernichtet. Die verseuchte Erde soll das Blut eurer Feinde trinken. Tötet Skorpion! Eure Aufgabe heißt, tötet ihn! Nein! Mir gehört dieser Mann, mir allein! Nein, tu es nicht! Ich habe es nicht gewollt! Ich wollte es nicht, glaub mir doch! Glaub mir! Er hat es mir befohlen! Nein! Nein, bitte, ich flehe dich an! Nein! Nein! Tu es nicht! Du kannst mich doch nicht umbringen! Okay, Charlie, funktioniert es? Donnerwetter. So müsste es gehen. Hey, ich habe eine gute Idee. Schickt ein Protestschreiben ans Elektrizitätswerk. Sehr witzig, wie immer. Wir warten mit dem Schreiben, bis die Reste der Gesellschaft aus dem Weltall wieder zurückgekehrt sind, wohin sie nach dem großen Knall geflogen sind. Einzige Waffe ist die Hoffnung. Vater! Das hier ist für dich. Auch dafür wollen wir dem Herrn danken. Vater, vielleicht haben wir es geschafft. Was ist das? Sind doch bestimmt nicht doch mal zu. Ich glaube, wir sind gerettet. Was ist das? Einen Augenblick. Komm, du so ein Blödsinn, Peter. Und überhaupt noch was, noch was. Warum muss ich hier eigentlich zu allem Überfluss immer auch noch den krankesten Dreck anziehen? Ja, kannst du mir das mal sagen? Weil es in deinem Vertrag steht, deswegen. Übrigens nur dank meiner Initiative, ja. Ups, ja. Willkommen zurück, liebe Fans der entfesselten Endzeit-Exploitation. Ein turbulenter Tsunami der Stresshormone hat uns hilflos erfasst. Hier suppt, hier strömt, ach was, hier schießt uns das Adrenalin doch nur so aus dem Nebennierenmark. Was, Pete? Shadow? Sorry, One. Aber bei mir schießt gerade gar nichts irgendwo raus und ich kann dich wegen dieser sagenhaft schwachsinnigen Schulterpolstergarnitur kaum sehen und nur ganz schlecht verstehen. Ach, who cares, ladies and gentlemen, huh? Who the mother, brother or other fucking fuck cares? Huh? Kunstvoll komplizierte Kampfchoreografien. Sensationelle Stunts und Splatter-Action der Spitzenklasse. Und natürlich saftig süßen, sinnbetörenden Survivor-Sex. Haben wir bisher bedauerlicherweise in diesem indiskutabel inszenierten Italo-Irrenhaus von 1983 noch zu keiner Sekunde gesehen. Stattdessen aber Baustellen containerweise brutal bewämste Bumsbirnen in der Baggergrube. Und von sämtlichen Superlativen, die ein Olli Verkalkofe hier gerade rausposaunt hat, überhaupt wieder mal, wie so oft, das exakte Gegenteil. Nämlich Scheiße in allen Gewerken. Ach, Peter, mein Peter. Ich sag mal,
Warum schwimmst, respektive planschst du eigentlich immer unbeholfen und völlig sinnlos gegen den mächtigen, mehrheitlichen Meinungsstrom? Hm? Warum wühlst du dich wahnhaft, völlig durchweicht und wehrlos durch den wuchtigen Wellengang des kollektiven Konsens? Hm? Konsens? Du glaubst doch wohl selbst in deinen kühnsten kleinen Mädchenträumen nicht, dass dieses blind aus der ranzigen Rip-off-Restmülltonne gerissene, bestialisch stinkende Stück penetrant peinlicher Psychopathenpizza irgendeinem vernunftbegabten Zuschauer tatsächlich schmeckt. Tja, nun, also Peter, die aktuellen Schläferz-Tweets sprechen aber schon seit Sendungsbeginn zu fast 100% würde ich sagen dafür. Doch, dazu später noch mehr. Sekunde, du checkst jetzt nicht hier im Studio während der Ausstrahlung tatsächlich die Twitter-Dings, Tweets? Doch, natürlich. Ich schreibe auch andauernd selber welche. Oder ich retweete. Aber das ist ja so, als wenn Thomas Müller oder Mario Götze während der EM sofort einen Tweet über ein Tor abgesetzt hätten. Also noch vor dem Torjubel. Ja, natürlich. Das machen alle. Haben die mit Sicherheit auch gemacht? Nee, haben die mit Sicherheit nicht, weil die bei der EM mit Sicherheit beide kein einziges Tor geschossen haben, Olli. Aber egal, auch bei einem, sagen wir mal, Gehirnchirurg, einem Bombenentschärfer oder auch einer patenten Prostituierten ist dieser reflexhafte Tweet-Absetzzwang während der Arbeit doch extrem bedenklich. Papalapap, ne? Alles Quatsch mit Soße, Fimose in der Hose. Kommen wir lieber zu den bisherigen Highlights von Metropolis 2000. Also brechen wir hier ab, oder was? Und überhaupt Quatsch mit Soße, Fimose in der Hose. Was hast du eigentlich mittlerweile für ein Niveau erreicht, sag mal? Ich weiß nicht, ob du das momentan von da unten überhaupt noch erkennen kannst, Peter. Da du ja den offensichtlichen Action, Drama, Erotik und Suspense-Stärken dieses endgeilen Streifens so gar nichts abgewinnen kannst, da versuch ich es doch mal mit ein wenig Philosophie. Nein, das versuchst du bitte auf keinen Fall. Doch, denn hinter seiner poppig-plakativen Oberfläche ist Metropolis 2000 geradezu gespickt mit logischen, ethischen und metaphysischen Leitsätzen, die jeden aufrechten Sinn und Existenzhinterfrager in ihrer schieren Tragweite ehrfürchtig erschauern lassen. Bitte mal kurz zuhören, entspannen, nachdenken. Niemand weiß, woher er kommt. Und niemand weiß, wohin er geht. Dem Mann, den man fürchtet, darf man nicht verzeihen. Eitelkeit, meine Freunde, war schon immer ein schlechter Herrscher. Dein Feind ist die Eitelkeit. Oh, ich bin ein Meister aller Spiele. Unsere einzige Waffe ist die Hoffnung. Ohne Hoffnung gehen wir alle zugrunde. Olli, wenn du diese flusig bedeutsamen Brainfuck-Brabbeleien aus einem Baggerloch bei Rom tatsächlich als existenzphilosophische Meilensteine bezeichnest, dann... Nur dann was? Ach, egal. Ich glaube, ich brauche den Job noch. Beantworte du mir nur eine Frage. Warum hat die Frau mit dem schweren Haarspray-Unfall auf dem Kopf? Ah, du meinst die liebliche Alma, alias Anna Kanakis. Ja, ja. Also warum hat die nach der Rettung durch den Typ mit der Gesichtslähmung und der alten Mel Gibson-Mütze? Ah, du meinst Scorpion, alias Giancarlo Prete, den Held der Geschichte. Kann sein. Also warum hat die da am Anfang im Auto einen Drei-Tage-Bart? Kurz danach aber nicht mehr. Hat die sich vor dem Schnellfick mit dem Flachtaucher im Zelt noch rasiert? Und Olli, wenn ja, womit? Liebe Zuschauer, man kann im Schläferz-Leben einfach nicht alles haben. Einen intelligent gemachten, mitreißenden Movie und einen intelligent gemachten, mitreißenden Kollegen. Ne? Weiter geht's. Werden Nadia, Alma und Scorpion nach Groms und Makos Tod Once und Shadows Schreckenherrschaft beenden? Wo steckt der blonde Mechanikerbengel und wer ist der Mann mit dem Hut? Hm? Das alles jetzt gleich, sobald ich hier aufhöre zu sprechen. Ich glaube, ich hab's raus. Ich glaube, du willst einfach immer nur unbedingt Recht behalten. Dafür machst du das alles. Du kannst einfach nicht zurückstecken, stimmt's? Das ist doch völliger Unsinn, ehrlich. Sei einfach mal still und genieß den Film. Das ist eine verschlüsselte Mitteilung. Es ist ein internationaler Code. Willst du damit sagen, es ist keine automatische Sendung? Das würde also heißen, dass irgendwo außer uns noch menschliche Wesen existieren. Ja, so ist es. Und es sieht so aus, als wären sie nicht einmal weit entfernt. Es gibt also Menschen. Ich wusste es. Ich wusste, dass es so ist. Oh Herr, ich danke dir auf Knien.
kommt jemand. Diese Männer sehen gefährlich aus. Sie werden uns nichts tun. Zum Glück sind diese Männer keine Templars. Die sollen anders aussehen. Ich habe das Gefühl, die sind über unseren Besuch nicht sehr erfreut. Ja. Das werden wir gleich genau wissen. Wartet hier. Was wollt ihr von uns? Diese Frau hat eine ziemlich schwere Verletzung an der Schulter. Ich möchte nur, dass ihr geholfen wird, weiter nichts. Es soll natürlich nicht umsonst sein. Wir haben Lebensmittel. Wir wollen nicht bezahlt werden. Ehrliche Hilfe erwartet keine Belohnung. Also, folgt mir. Warum nimmt ihr nichts von uns an? Sind seltsame Leute, die gehören irgendeiner Sekte an, die leben nach merkwürdigen Regeln. Sie hören auf die Worte eines gewissen Gott. Es gibt nichts zu befürchten, Brüder. Diese Männer sind in Frieden gekommen. Bringt die Frau zu Wiss. Ich weiß nicht, wer ihr seid, und ich werde euch nicht fragen. Ich möchte nur eins von euch wissen. Habt ihr die Templars gesehen? Ja, und wir haben sie nicht nur gesehen. Ihr solltet so schnell wie möglich von hier verschwinden. Leider können wir uns erst in 3 Tagen wieder auf den Weg machen. Unsere Transportmittel müssen repariert werden. Brüder, lassen wir diesen Männern unsere Gastfreundschaft angedeihen. Sie sind unsere Freunde. Möchtest du etwas essen? Das ist Schwester Vinya. Sie wird sich um dich kümmern. Danke. Nein, ich bin kein richtiger Arzt. Ich bin nur so etwas wie ein Knochenklempner. Immer wenn jemand eine kleine Reparatur braucht, dann weiß ich, was zu tun ist. Darum nennen Sie mich Whist den Zauberer. Danke. Es ist alles in Ordnung. Die junge Dame wird übrigens mit uns reisen. Es ist wohl das Beste so. Er hat mich gefragt und ich habe ja gesagt. Warum kommst du nicht mit? Die Templers suchen mich. Wenn ich bei euch wäre, hättet ihr sie auf dem Hals. Du kämpfst, du tötest, bist auf der Flucht, aber das Leben ist anders. Für dich vielleicht, aber das ist nicht mein Leben. Kannst du es denn nicht wenigstens versuchen? Es gibt für jeden eine Chance. Du denkst wie jemand, der vor dem großen Krieg lebt. Das ist vorbei. Und du musst es vergessen. Die Vergangenheit ist für uns wie ein Gift. Wir müssen ihm gegenüber unsere Taktik ändern. Ich hatte dich gewarnt. Warum willst du ihn mir nicht überlassen? Soll das etwa heißen, dass du glaubst, ich würde mit ihm nicht fertig werden? Ist es so? Ich werde ihn finden und ihn töten. Vorwärts! Bewegt euch!
Ich hoffe, ich störe nicht. Willst du uns verlassen? Es sind zu viele Leute hinter mir her. Es ist besser so. Wir sehen uns. Ich werde dich finden. Wie immer. Ja, klar. Mach's gut. Du auch. Wiedersehen. Also dann, Wiedersehen. Hm? Skorpion, ich weiß, du wolltest leben wie ein Templer. Dann stirb auch wie ein Templer. Ich bin der Herrscher über Leben und Tod. Und ich werde deinem Leben ein Ende setzen. Yeah.
Es waren noch nie so viele. Vorwärts! Ich will ihn nicht mehr sehen. Reißt ihn in Stücke!
merkwürdig. Scheint, dass du es liebst, dich in Schwierigkeiten zu bringen, Skorpion. Diesmal hast du, glaube ich, wirklich Hilfe gebraucht, oder? Hör auf zu quatschen und hilf mir aufzustehen, okay? Ich muss weg. Und wohin? Du kannst dich nicht mal auf den Beinen halten. Du brauchst erstmal Ruhe. So kann dich jeder umpusten. Da liegt er nun, der große Held Skorpion. Er möchte es nicht einsehen. Er glaubt, dass man mit schwachen Armen kämpfen kann gegen eine Horde gemeiner Mörder. Warum hast du mich nicht einfach gefragt? Nadir, kannst du es nicht tun? Hilf mir, ich bin verletzt. Nein, er war zu stolz, der große Mann. Die drei Männer sind immer noch nicht bei uns. Welche? Die ich im Camp zurückgelassen habe, um ihn fertig zu machen. Du Idiot. Ich hätte es wissen müssen. An die Wand mit ihnen. Bewegt euch. Von euren Träumen ist nichts übrig geblieben, was? Mut, meine Kinder. Hallo, liebe Endzeiterschöpften. Bei einem Film, in dem andauernd betont wird, dass es absolut kein Leben mehr auf der Erde gibt, ist es erschütternd zu sehen, wie viel Leben leider doch noch auf dem strahlenverseuchten Planeten herrscht und vor allem, was für Leben. Wie denkst du mittlerweile darüber, Olli, Nadir? Nun, Skorpion, ich denke, dass wir zwei hier nach wie vor eine dramatisch unterschiedliche Wahrnehmung von Metropolis 2000 haben. Aber nicht nur wir zwei, auch die Schläferz-Twitter-Gemeinde da draußen kann sich deiner Rezeption nicht im Allergeringsten anschließen. So, pass auf, schau mal her. Hier, lies das bitte. Hashtag Schläferz, Hashtag Tele 5, bin von Rüttens Arsch, arroganter Attitüde und insbesondere seiner brummend dummen Beurteilung von Metropolis 2000 maßlos enttäuscht. Buh, soll er doch selber einen schlechten Film reden, dieser manisch motzende Miesmacher. Ho, 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 ho. Ui, 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 ui. Mann, oh Mann, der geht aber ran, was?
Wie wohltuend ist dagegen die feinnervige Filmanalyse vom erneut großartigen Hashtag Kalkofe, dem man tagelang beim Rechthaben zuschauen könnte. Fazit: Bravo Kalk, Bravo Metropolis 2000, dritten 6 Sätzen. Na, was sagst du jetzt? Na, gar nichts. Das waren fast 500 Zeichen. Es geht mir komplett am Arsch vorbei, dein plump gefälschtes Selbstverherrlichungsgezwitscher. Scheiße, ich wusste diese scheiß 140er Obergrenze. Das nervt mich jedes Mal. Gut, aber ist ja völlig egal, nicht? Inhaltlich könnte der Tweet auch echt sein. Ha. Ich meine, wie kann man nach dem, was wir jetzt eben gesehen haben, immer noch so nörgelnotorisch negativ sein? Hä? Allein die beiden ergreifenden Sentenzen von Skorpion und dem netten Mann mit Hut. Die Vergangenheit ist für uns wie ein Gift. Wir wollen nicht bezahlt werden. Ehrliche Hilfe erwartet keine Belohnung. Ja, und wenn's Arschall brummt, ist's Herz halt gesund, gell? Hören wir jetzt mal auf, die klebrigen Sofakissen-Sticksprüche dieser kläglichen Kirmesdarsteller abzufeiern und wenden uns dem eigentlichen Skandal des Films zu. Abgesehen von dem, dass er überhaupt gedreht wurde. Ach, du Hund! Was? Skorpion! Dafür würde Nadir dir am liebsten einen Explosionspfeil in die Stirn jagen! Mach die Scheiße weg, Olli. Ich werde wohl mit Nadirs Enttäuschung für den Rest meines Lebens fertig werden müssen. Nun zur Sache. Kannst du mir vielleicht wenigstens in dürren Worten erklären, was Won meinte, als er dem gefangenen Skorpion Folgendes androhte? Ich bin der Herrscher über Leben und Tod. Und ich werde deinem Leben ein Ende setzen. Ach so, das? Also im Grunde meinte er damit dieser Drohung, also dass er quasi Skorpions Leben, also gleich ein Ende setzen wird, nicht wahr? Ja, klingt schlüssig. Aber warum schneidet er ihm dann nicht einfach mit dem Messer die Rübe ab, sondern die Hose auf, Olli? Ja, das ist vermutlich als simple Demütigung intendiert, denke ich mal, nicht? Oder aber, und jetzt halt mich bitte nicht für spitzfindig oder deutungsversessen, Olli, oder aber, Won hat sich mit dem Hosencut nur den Weg freigemacht, um von hinten bei Skorpion einzuparken, ihn mit seinem atomverseuchten Templer-Toni im Akkord anal zu penetrieren und die arme Sau im Fickpranger vor versammelter Mannschaft zu Tode zu bumsen. Also Peter, jetzt halt, stopp, aus. Was du behauptest, das war in der Szene doch überhaupt nicht zu erkennen. Pure Peter-Fantasie. Im Übrigen, jetzt mal ehrlich, welcher Drehbuchschreiber sollte sich bitte so einen sinnlos sadistischen, pathologisch perversen Dreck aus der kranken Kopfkoralle bringen, hä? Ja, meine Herr Tito Carpi und ein Herr Enzo Girolami Castellari, Regisseur. Die zwei haben auch in 14 Tagen das Drehbuch zusammen verfasst. Lüge! Stand aber eben ganz genauso in den Vorspann-Credits. Ja, was du da wieder gelesen hast, nicht? Einfach gar nicht hinhören, Leute. Sicher, die Szene war tendenziell brutal konnotiert, aber totbumsen wollte hier keiner niemanden, ne? Als wenn ein Castellari aus dem Nichts. Ich bitte euch, nicht? Im Gegenteil. Ich denke, das nun folgende Finale wird alles, was wir bisher gesehen haben, noch deutlich in den Schatten stellen. Die Angst habe ich übrigens auch, ja. Beeil dich mal ein bisschen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Noch ein Wort und du kannst den Quatsch hier alleine machen, klar? Du musst dich anstrengen. Du hast einfach Angst. Du hast Angst, dass es wehtut. Du bist ein Schlappschwanz. Was ist aus dir geworden? Du bist nicht mal so viel wert wie mein Schattenskorpion. Du bist gar nichts wert. Jetzt kannst du es wieder. Wut ist ein guter Lehrmeister. Nutze deine Wut, Skorpion, und vernichte deine Feinde. Fahr zum Camp und sieh nach, was passiert ist. Beeil dich.
Wenn man den Himmel besiegen könnte, würde ich noch heute Abend die Welt besitzen. Aber soll ich mich lächerlich machen, indem ich versuche, gegen das Universum zu kämpfen? Die Menschheit hat Grenzen überwunden, die sie vielleicht nicht hätte überwinden sollen. Ich habe ein paar Männer losgeschickt, die nachsehen sollen, warum die drei noch nicht da sind. Sie werden bald zurück sein. Wovor hast du eigentlich Angst, Shadow? Und so wird die Kette der Irrtümer in einem riesigen apokalyptischen Feuerball enden. Und das, was wir Menschheit genannt haben, für immer auslöschen. Und der Planet Erde wird seine Bahn ziehen. Noch nicht schnell genug. Ist das ein Witz? Schneller kann niemand sein. Wenn ich sage, du bist zu langsam, kannst du mir es ruhig glauben. Ich werde mit dir kommen. Ich habe dich nicht darum gebeten. Größenwahnsinn ist ein schlechter Lehrmeister. Ich tue es nicht für dich. Wofür tust du es dann, du Held? Ich tue es ausschließlich für mich. Ich bin ein Sieger. Ich werde es sein, der sie vernichtet. Dich wollen sie nicht. Ich bin ihr Feind. Meiner, deiner, seiner. Seid ihr beiden völlig verrückt geworden? Sei doch nicht blöd, Skorpion. Je mehr wir sind, umso besser. Nur eins ist wichtig. Nur eins gewinnen. Das Ding wird Ihnen nicht viel Spaß machen. Da kannst du sicher sein. Du wirst gemeiner sein als die Templars. Ihr seid verrückt. Begreift ihr nicht, dass ihr verrückt seid? Warum wollt ihr nicht einsehen, dass die Welt tot ist? Tot! Und auch ihr seid so gut wie tot. Selbst der Himmel hat die Augen geschlossen. Du! Und du und du! Ihr seid nichts als tote Körper. Tot und verfault. Nichts ist übrig geblieben. Nichts. Nicht einmal das Signal, von dem ihr geglaubt habt, das zu hören. Nichts existiert. Kein Leben erfüllt eure Seelen. Denn eure Hoffnung ist verloren. Und euer Glauben ist verloren. Es gibt nur eine einzige Wahrheit. Tod! Ja, der Tod wird über euch kommen. Über die letzten geschlagenen Reste einer unwürdigen Menschheit. Die Männer sind zurück. Shadow! Bestrafe diese Idioten! Ich dulde keine Unterbrechung! Was ist los, Shadow? Shadow, antworte! Das ist eine Falle! Eine Falle! Ihr solltet nicht so dumm sein, es zu versuchen. Thank you.
Skorpion! Du bist ein kindischer Träumer. Ein Träumer, der dich tötet. Jetzt! Diese Verrückten da zu retten? Sieh sie dir an! Sie glauben an einen Mann da oben im Himmel! Das ist Irrsinn! Was willst du ihnen und uns beweisen, Skorpion? Dass du die Macht besitzt? Dass du ein tapferer Mann bist? Oder dass du ein Held bist? Natürlich! Warum solltest du es sonst tun? Du willst uns allen hier beweisen, dass du der Mann bist, der die wahre Macht besitzt! Die Macht über Leben und Tod! Ist es so? Sag es! Ist es so? Sag es! Wirf jetzt deine Waffe weg, Skorpion! Ich werde sie alle umbringen! Ich bin nicht so wie du, Skorpion! Ich töte sie kaltblütig, also tu, was ich sage! Ich gebe dir genau 10 Sekunden! Danach werden sie alle sterben! Nein! Nein!
Wohin wirst du jetzt gehen, Skorpion? Weit weg von dir. Ich finde dich schon. Ist nun mal so. Nadir! Brauchst du meine Hilfe noch? Das herrlich, liebe Zuschauer, oder? Number One wurde tot gebohrt, Shadow wurde tot geröstet und die schlimme Schulterpolstergang endgültig zerschlagen. Das war sozusagen ein extemplarisches Happy End. Die Guten haben gewonnen.
Ach so, ich dachte, diese Templars wären die Guten gewesen. Und am Schluss steht die schöne Alma an der Seite ihres siegreichen Skorpions. Der kleine, kluge Kfz-Knabe kommt dazu und ergreift dankbar lächelnd die Hand seines zukünftigen Ziehvaters. Wunderbar. Mit klein und klug meinst du aber nicht das brutal bescheuerte Borderline-Blach, oder? Das verhaltensgestörte, semmelblonde Puddinghirn mit der Spackenvisage. Den unschlagbaren Weltmeister im unter 2 Sekunden auf den Sack gehen, oder? Doch, Peter, da es das einzige blonde kleine Kind im ganzen Film war, vermute ich stark, dass wir denselben oberniedlichen Jungen meinen. Seine quecksilbrige Fröhlichkeit und sein natürliches, glockenhelles Lachen wollen wir alle nie vergessen. Deshalb hören wir jetzt auch noch mal schnell rein. Du bist eine Bestie. Boah. Apropos unerträglicher Sound, ich fand, diese filmgewordene Arschfistel klang auch insgesamt wie ein stark überfüttertes Tamagotchi. Nicht auszuhalten. Ob die Templers mit ihren Schizo-Schleudern die Siedler überfallen? Oder Scorpion in seinem Psycho-Pontiac mit Plexi-Haube verfolgen? Oder ob One in seiner Kirmeskalesche von Scorpion verfolgt wird. Über 80 Minuten hat man akustisch den Eindruck, dass der stinkbesoffene Toningenieur bei der Nachbearbeitung mit dem nackten Arsch auf einer defekten Bontempi-Kinderorgel gesessen hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig Demut du nach einem außergewöhnlichen, atemberaubenden Filmerlebnis verspürst. Ja, sorry, ich hatte hier noch keins. Stell mich diesbezüglich doch mal auf die Probe und dann klappt das auch mit der Demut, Olli. Ach, sinnlos, sinnlos, sinnlos. Ich fürchte, selbst Meister Nadirs goldene Lehrmeister-Leitsätze haben dich nicht tief beeindruckt. Hm? Siehst du, jetzt kannst du es wieder. Wut ist ein guter Lehrmeister. Größenwahnsinn ist ein schlechter Lehrmeister. Nee. Gut. Mich nämlich auch nicht. So eine Hirnwichse! Wahrlich, es ist genug getan. So sehet die lange Knechtschaft der qualvoll unterdrückten eigenen Meinung im Interesse der höheren Sache hat nun ein Ende gefunden. Und so sprenge ich also die Ketten, kehre zurück aus dem dunklen Reich der ausdauernden Rezensionslüge und reinige mich mit den Worten: Bei allen Schläfertsgöttern war das heute wieder mal ein sagenhaft scheißiger Scheißfilm. Oh. Boah, Alter. Alter, war das heftig, oder? Das war wie so ein Out-of-Body-Experience irgendwie. Ich weiß. Das ist eine spirituelle Grenzerfahrung. Ne? So eine Art Auto-Exorzismus. Das mache ich sonst nach einem Flunkerschläferz von mir immer nur allein zu Hause. Ja. Aber diesmal konnte ich jetzt einfach nicht mehr warten. Das ging nicht länger. Keine Chance. Nee. Oh. Olli, aber diese Heuchelei über den ganzen Arm, das ist ja unfassbar anstrengend. Oh ja. Also bei aller Liebe. Aber warum bist du bei dem kolossalen Kackstreifen nicht doch bisschen früher zurückgerudert? Tja, Peter, ich glaube, das ist, weil ich einfach immer bei allem unbedingt Recht behalten will. Ich meine, das ist doch das Geilste, was es gibt. Hä? Ist wie eine Sucht bei mir. Dafür mache ich fast alles, ehrlich. Verstehe. Ja.
Finde ich super sympathisch. Ja, danke dir. Ich auch. Huch, ja, da haben wir doch in der ganzen Aufregung fast die Zuschauer vergessen, was? Tja, liebe Schläferz-Kameraden, ich hoffe, Sie alle hatten heute recht viel Spaß an dem stinkenden, aufgeplatzten Kinokarbunkel am faltigen Arsch von Regisseur Enzo Catastrophi, der den Hakle-Feuchthelden Scorpion definitiv rektal totbumsen lassen wollte. Und mit dem albtraumhaften Göhrengegacker des geistig völlig derangierten Autoschlossers wollen wir uns jetzt von Ihnen verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Echt top, Olli. Sehr schöne Verabschiedung. Gerne. Chapeau. Ja.